Guten Morgen, wir sind hier auf dem Weg nach Hiroshima. Hier ist Umeda Sky Building. Ist noch in Osaka, aber es geht jetzt los zum Zwischenseminar. Angekommen in Hiroshima, ich glaube, die Stimmung ist ganz gut. Das war unser Bus hier. Jetzt machen wir uns auf. Entweder zum nächsten Starbucks oder wir schauen direkt zur Unterkunft. Wieso sollten wir denn zu Starbucks gehen? Also, es gibt im Moment den Sakura Latte. Eingecheckt haben wir und wir waren schon beim Seminarhaus. Jetzt sind wir eigentlich nicht weit vom Seminarhaus am Friedenspark. Peace Park in Hiroshima. Da, wo quasi das Memorial für die Bombe steht. Sieht relativ schön aus, finde ich. Hier ist so ein bisschen Feld mit Blumen. Das Wetter ist zwar heute richtig schlecht, aber ja, egal, kann man verkraften. Und eigentlich gehen wir an einem anderen Tag nochmal hin. Aber wir nehmen uns das jetzt einfach mal vor. Und die anderen sind Starbucks gegangen. Kleiner Sprung, wir sind am Abend. Wir haben jetzt quasi schon so die ersten Einheiten von dem IJFG quasi überlebt. So die Einführung, wir haben richtig viele so Leute kennengelernt, die sowas Ähnliches machen wie wir. Und wir waren gerade Okonomiyaki essen, Hiroshima Okonomiyaki ganz speziell. Und wir gehen gerade zurück, aber wir sind nicht mehr fünf hier am Anfang, sondern ein paar sind dazugekommen. So einmal hier. Hallo. Willst du dich vorstellen? Jenny. Und ich bin Freiwillige in Seoul an der deutschen Schule. Ja. Jenny war schon bei den Vorbereitungsseminaren dabei. Und die beiden hier, die ich jetzt nicht extra frage, weil wir gehen jetzt zurück und chillen ein bisschen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen. Wir sind Tag 3. Wir waren gerade beim Bürgermeister. Wie war es denn so, Jana? Ja, also es war sehr formell. Nein, es war nicht voll cool. Aber so ein großer Raum. Da saß der Bürgermeister und unsere Leute. Und da saß es voll bequem im Sessel. Und dann hat jeder einfach vorgestellt. Es gab so noch ein Foto und wir haben das hier bekommen. Ein Generalseminar lief halt jetzt so die letzten zwei Tage, dass wir quasi so Vorstellungen über unsere Einsatzstelle gemacht haben. Wir halt über unsere Schule, war jetzt auch nicht so das Interessanteste, deshalb war die Kamera halt tief im Rucksack. Das ganz Interessante kommt erst, wenn wir wieder weg sind. Da treffen wir nämlich einen Zeitzeugen und lernen so voll viel über Hiroshima und alles und das ist leider weg. Hätten wir gelernt, ja. Hätten wir. Aber an sich haben wir auch eine gute Einführung bekommen. War ziemlich cool. Aber morgen und übermorgen geht es dann richtig los. Dann machen wir quasi so die Touri-Attraktionen. Das, was halt wichtig ist, da ist eine Kamera, glaube ich, ein bisschen mehr dabei. Aber jetzt. Jetzt gehen wir erst was essen! Yay! Kleine Verschnaufspause hier im Seminarraum. Hier in Hiroshima gibt es eine Legende. Und zwar, wie lautet denn die Legende, Jenny? Keine Ahnung. Also, es war mal ein Mädchen, die hieß Sawako. Und die hat den Bombenanschlag überlebt. Achso, doch, ja. Ist aber an der Strahlung. In Hiroshima? In Hiroshima? Nee. Hallo, das war voll ernst. Warte mal nochmal neu. Also, es war einmal ein Mädchen. Kennen Sie doch. Es war einmal ein Mädchen und die hieß Sawako und die hat den Bombenanschlag in Hiroshima überlebt. Ist aber dann an der Strahlenkrankheit krank. Und im Krankenhaus hat man ihr halt gesagt, dass wenn man 1000 Kraniche faltet, man dann einfach von den Göttern frei hat. Und sie hat das auch gemacht und hat sogar die 1000 Kraniche geschafft. Ist aber dann trotzdem gestorben. Und seitdem gibt es halt ein Denkmal mit Sawako und den 1000 Kranichen. Und seitdem steht das halt so für Frieden und Hoffnung. Und deshalb halten wir jetzt 1000 Kraniche. Genau, wir sind 33 Leute. Wenn alle mithelfen würden, würde das so 33 Kraniche pro Person. Ja, wir haben Papier gekauft, Daiso für 600 Yen, 1080 so Papiere. Und ja, wir müssen 1000 Kraniche zusammenbekommen. Das ist quasi jetzt das Ziel. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber es geht echt. Wir werden echt immer schneller. Und es helfen auch echt viele mit. Hier haben wir schon so ein bisschen was. Hier, Anna. Und, ja, hier ist das, was wir schon gemacht haben. Also, keine Ahnung, kann man mal die Kamera hier so wenden. Das ist schon ein bisschen was, aber
aber das ist noch nicht so ganz. Wir werden auf jeden Fall, glaube ich, heute Abend noch ein bisschen was machen, wenn wir so einen chilligen Abend haben. Und dann falten wir fleißig weiter, bis die Pause vorbei ist. Halbe Stunde, wie kriegen wir hin? So, Zwischencheck von Tag 4. Wir waren gerade im Hiroshima Peace Memorial Museum, war ziemlich schockierend. Hier ist nochmal der Bombendom. Da drüber ist quasi die Bombe explodiert. Und ja, nach dem Museum haben wir uns ein bisschen so hingechillt am Fluss. Und die zwei sind auch Teil von der Gruppe. Und ich vom SFD. Ja. Da hinten ist das Schloss. Kommen wir gleich hin. Wir haben es tatsächlich gefunden. Wir sind ein bisschen gelaufen. War, glaube ich, schön. Wir sind mitten in der Ume-Blütezeit. Das sieht richtig geil aus. Das sind so richtig schöne Blumen. Ich finde das Schloss hier eine ziemlich gute Abwechslung gegenüber von dem Atombomben-Dings. Und bevor wir hier reingehen, wir alle unwissenden Ausländer, müssen wir uns hier waschen, unsere Hände waschen, Mund waschen. Und ihr könnt gleich mal zeigen, wie es geht. Ja, müsst ihr machen. Da ist die Anleitung links. Nein. Ah, es ist ein Castle. Also relativ klein und es hat quasi die Zerstörung von der Abwehr nicht überlebt. Deshalb ist es ja relativ neu. Alles wieder aufgebaut. Alles wieder aufgebaut, aber ein bisschen zu modern halt. Aber es ist trotzdem cool. Aber wir haben keine Zeit mehr, wir müssen schnell zurück zum Seminar. Deshalb hören wir hier durch. Und ja, mal schauen. Wir schaffen es. Bye bye. Sehr schön. Dein erstes Schloss. Wie bitte? Ja, dein mein erstes Schloss? Zumindest in Japan. Nice. Sehr hübsch. Zwar keine Souvenirs gekauft, aber finde ich immer noch gut. Sieht nice aus. Bye bye, Hiroshima Castle. Einen guten Abend. Wir sind hier im Memorial Park, Hiroshima Memorial Park hier. Hier ist die Sicht von quasi das Memorial. Wir sind hier ja schon zum vierten Mal, weil hier ist Tag 4, ich war jeden Tag hier. Und hier ist quasi die Sicht bei der Nacht. Das erste Mal, dass ich hier aufnehme. Hier sieht man den Stein, der steht quasi drauf an alle Opfer. Hier ist die ewige Flamme. Hier wird auch die Rede Obamas gehalten. Jedes Jahr. Und andere Staatsoberhäupter. Sieht richtig cool aus in der Nacht. Ja. Genau, wir waren hier eigentlich nur zum Durchgehen. Da wollten wir dahinter zum quasi zur Statue der Kinder, und zwar Sadako, das ist quasi das Mädchen, von der wir die Legende von gehört haben, mit den Kranichen. Und da wollten wir schauen, ob wir auch am Abend Kraniche einwerfen können, weil so wie es aussieht, werden wir es nicht schaffen, die tausende Kraniche zu falten, weil einfach die Leute auch auf dem Seminar so cool sind und man einfach irgendwie mehr sprechen will, mehr irgendwie interagieren will, als sich hinzusetzen und Kraniche zu falten, aber wir haben, ich glaube, 200 Stück oder so und wir haben es echt nebenbei gemacht. Ich glaube, wenn wir wirklich wollten, wir haben mal berechnet, wenn wir SFD-Leute, also nur die Leute von unserer Organisation, sich hinsetzen würden und wir sind 8 Leute, genau, dann würden wir in 6 Stunden würden wir es quasi schaffen. Und ja, wenn halt jeder von den 30 Leuten, die da sind, quasi sich eine Stunde hinsetzen würde, dann würden wir es auch schaffen. Aber ja, das ist schon okay. Jeder ist so ein bisschen, ja, Gruppe ist cool und so. Heute war eben der Tag im Museum, war ziemlich schockierend. Aber ja, wurden auch vorbereitet, es war sehr schockierend, aber es ging. Man hat es sehr gut quasi verdaut. Nicht verdaut, aber man hat so den Hintergrund gekannt und war quasi ein bisschen vorbereitet schon.
Nevertheless, hier ist ziemlich cool. Ich werde hier jeden Tag herkommen, wo ich hier bin in Hiroshima. Das heißt quasi nur noch morgen und Montag. Montag weiß ich nicht, das Abreisetag. Unser Hotel ist ein bisschen weit, wir müssen immer ein bisschen latschen. Aber auf jeden Fall ist hier richtig nice. Ich feiere das hier. Genau, quasi in der Nacht. Vielleicht sieht man nicht so viel auf der Kamera, aber wir gehen jetzt auf jeden Fall nach der Kinderstatue wieder zurück zum Hotel und chillen dort. Das ist so eine quasi so eine Jugendherberge, sowas Artiges, so ein Backpacker-Hotel eigentlich eher. Und da gibt es so einen Gemeinderaum, wo so eigentlich ziemlich coole Leute sind, wo man Leute kennenlernen kann. Gestern haben wir zufälligerweise einen Typen aus Osaka kennengelernt. War richtig cool. Ja, und ein Deutscher war auch da. Generell ist halt so eine Möglichkeit ziemlich gut. Nur die sind halt alle nicht so in unserem Alter. Das ist halt so ein bisschen das, was uns stört. Also wir sind halt 18 und die sind halt alle so, keine Ahnung, deutlich über 20 oder so. Aber das ist ziemlich cool. Ich muss aufpassen, dass ich nicht überfahren werde auf der Straße. Hier sind wir beim Kinderdenkmal. Es geht hier um Sadako, das Mädchen, das an den Folgen von der Radioaktivität gestorben ist und die 1000 Kraniche gefaltet hat, nur so zur Erinnerung. Wir wollten schauen, denn hier, oh, das ist eine Katze. Hi Katze, sieht man die hier? Läuft schon weiter hier, genau, hat man gesehen. Hier sind so richtig coole Muster gemacht. Hier sieht man Friedenstauben. Das ist alles aus Kranichen gemacht. Das sind quasi die Kraniche, die so, die Köpfe von den Kranichen. Nicht die Köpfe, aber die Flügel. Ein Regenbogen und auf Japanisch die zwei Kanji für Frieden. Finde ich richtig schön. Und man muss eben hier ein Formular ausfüllen, quasi wer man ist. Also hat einen Name und sich Land und so. Und dann kann man auch seine Kraniche reinschmeißen. Das ist egal, man braucht nicht 1000. Wir hätten halt dann irgendwie so 200, 300 oder so. Das sind die zwei Kanjis für Frieden. Und normalerweise kann man die hier einfach dann reinlegen. Irgendwie das Formular irgendwie so einem Polizisten geben, der hier immer steht. Aber es zu ist abgeschlossen. Das heißt, wir müssen untertags hin. Aber ist, glaube ich, okay. Hier steht, man darf kein Video machen. Glaube ich. Ja, aber ist egal. Ich habe sehr viel Respekt hier vor dem Mahnmal hier. Und ich wünsche auch jedem, dass er hier einmal herkommt. Man muss einfach mal gesehen haben, das Museum vor allem. Und dann halt hier diese typische Kuppel, die halt die quasi das Rathaus, das die Bombe halt quasi so überlebt hat und noch steht als Ruine. Ja, das heißt, unsere Mission ist für heute Abend geklärt. Also wir müssen morgen am Nachmittag das reinschmeißen irgendwann. Und wir gehen jetzt heim. Bye bye. So, willkommen zu Tag 5 aus dem Hotel. Hier ist so unsere Bude. Hi. Jeder hat so ein kleines Abteil. Ist okay, so ein Backpacker-Hotel. Heute ist quasi der actionreichste Tag. Wir fahren nach Miyajima Island. Das ist so richtig bekannt, so ein typisches Bild für Japan. So ein Schrein, der im Wasser steht. Das seht ihr dann noch. Wir müssen jetzt los. Wir haben noch nicht gefrühstückt. In Japan ist ganz cool. Kannst du einfach am Konbini irgendwas kaufen. Ist nicht so teuer. So, wir fahren jetzt mit so einer JR-Ferry zur Miyajima Island. Das ist Peter. Jo. Wir haben so ein cooles Ticket hier. Hier. Wo nur heute gilt. Und dann muss man sowas abschrubbeln. Wie so Lotto. Gehen wir mal durch. Okay. Ja, wird hoffentlich cool. Nice. Witty, witty, nice. Wie geht das? Titanic. Ich muss gestehen, ich habe wieder mein GoPro seil nicht dabei. Sonst hätte ich die da reingeschmissen. Da seht ihr das Todi. Da. Das ist ja mal geil. Jetzt guck mal, alles ist ein Super. Hey, hast du es noch nicht gesehen? Nee. Wo ist es? Also, wir gehen jetzt erstmal zu dem großen Tori und gucken uns das
das an und zu dem Tempel. Und hier gibt es auch ganz viele Rehe und sind auch voll süß. Ja. Wie Nada. Sogar vielleicht noch ein bisschen süßer. Kann man die auch füttern mit Papier und so? Ja, aber nicht mit Papier. Man also Nikolas tötet sie mit Papier. Nikolas tötet immer die ganzen Rehe. Nada, das ist ziemlich schlimm. Oh, das ist ein Baby. Oh nein, ein Baby. Ach so, echt ein Baby. So, damit das jetzt klar ist, was wir hier machen. Wir hatten eine Aufgabe und zwar wurden wir in so Gruppen eingeteilt und da sollten wir uns eine Art Tick oder Crazy Thing oder ein Energizer ausdenken und den müssen wir jetzt irgendwann machen. Und anscheinend haben Miri und Nikolas einen Tick und den müssen wir jetzt rausfinden. Mal gucken, wie das wird. Was ist das genau? Tamagoko. Irgendwas. Was das genau ist, keine Ahnung. Also wir sind jetzt beim Strand. Drüben ist die Stadt. Und hier ist eigentlich, ich fasse mal das Wasser an. Ja, ist sogar gar nicht mal so kalt. Ich finde es okay, oder? Ah, sind alle so beschäftigt mit Fotos machen und Filmen und so. What did you say? Let me see your funky chicken. Bark, bark, louder. Bark, 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 bark. Let me see your funky chicken. What did you say? Let me see your funky chicken. Bark, 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 bark. See your funky chicken. What did you say? Let me see your funky chicken. Bark, 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 bark. Hey guys, my name is Jamie and I want to make a perfect picture now. Okay, please make a picture. So, which pose? Is it good? Wie sieht mein Haar aus? Jana, can you help? Kannst du mal bitte sagen, wie ich aussehe? Super, super siehst aber, du aus. Also meine Hose ist auch schön, oder? Ja, sieht perfekt aus. Und meine Haare? Sieht meine super Frisur aus. Sieht heute sieht schön gut aus. Ja. Klick, klick. So, meine, also, wie soll ich machen? So, also ich glaube, es sieht doch immer gut aus eigentlich. Natürlich sieht es immer gut aus. Aber kann ich das so? Also, ja, ist kannst okay? Du ja. So oder so? Nee, sieht kacke aus. So? Wir sehen hier einige der Höhepunkte der Tierquälerei in Japan. Hier ist ein Affe, der so balancieren kann und da machen so Musik. Und das Problem ist, dass dem Affe nicht gut geht, der Affe hat einen Seil um den Hals. Wir haben hier speziell Okonomiyaki. Einmal Udon, dann Curry und... Das ist Miyajima Special mit Aal und Reis. Sehr lecker. Muss man so speziell essen. Genau. Wie denn? Oh Gott, warte. Also, so wäre jetzt groß. Deshalb muss man so 45 Grad. Und wo haben wir das gelernt? Hier. Da steht das nämlich. Irgendwie folgt es uns die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es wegen der Anstrengungen von den beiden da vorne ist. Oder ob es einfach nur so ist. Oder wer die Ausländer sind. Das ist Karl. Das ist unser neues Haustier. Den nehmen wir mit nach Kobe und stellen in unseren Garten rein. Damit er das Gras in unserem Garten essen kann. Das sind dann besser anpflanzen. Aber Leute, ich glaube, Karl ist ein Mädchen. See you, Karl. Karl, hey, Karl. Kommst du jetzt bitte? Nee, das müssen wir machen, mein Freund. Kommst du jetzt her? Sehr gut. Komm, ein bisschen schneller, ja? Wir wollen hier nicht so lange warten. Karl, wir gehen los ohne dich. Jetzt komm her. Jetzt Karl! Karl, das finde ich jetzt nicht gut. Karl! Karl, ich weiß, du bist gerne bockig. Ich weiß. Komm, ich bin ein bisschen nur aufs Hunger, ne? Ja, aber wir können noch ein bisschen laufen, dann nehmen wir eine Currywurst essen. Nicht springen! Nicht springen! Karl, das ist gefährlich. Komm zurück von der... Karl! Karl! Nein! Nein! Karl, lass uns drehen! Karl, lass uns drehen!
Kater halt nicht. Also doch kein neues Haustier. So, wir sind in irgendeinem abgelegenen Tempel. Wir waren gerade hier unten im Untergrund. Ich habe mir voll in die Hose gemacht. Es war so komplett dunkel. Einfach so. Und dann gehst du durch so einen Mini-Raum. War richtig furchteinflößend, fand ich. War so an einer Seite so halt so Bilder von so diesen Gitterstatuen halt. Keine Ahnung, es war, ich hatte richtig Schiss irgendwie, weil es war so dunkel und du weißt nicht so was. Du siehst gar nichts. Es ist wirklich so richtig dunkel gewesen. Und du siehst einfach cool, gar nichts. Du siehst nicht, was vor dir ist. Dann ist Benny vorgegangen. Ich krieg das hin. Das war eine verrückte Aktion. Yay. Hier ist so ein Damm. Wir gehen drauf. Wieso nicht? Doch, das sind noch so Steine. Kommt man easy wieder hoch. Das Ding ist halt von hier unten, ist die Aussicht richtig nice. Auf hier, auf das Tal eigentlich. Das heißt, wir gehen jetzt runter. Viel Spaß. Kleine Kletteraktion geschafft. Und die Aussicht ist nice. Oh ja, das ist der Izu. Mann, ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Schrein. Und die Aussicht ist mega geil. Ja, hat sich wohl gelohnt, hierher zu kommen, oder? Ja, klar. Immer. Zwei Sachen war ich gerade. Hier oben und hier dieser rote Tempel. Das da oben ist so ein Pagodeon oder so heißt das. Und gerade der Tempel hier war ziemlich schön. Ein paar coole Fotos gemacht. Und wenn man jetzt sich die Kamera umdreht, sieht man hier, ist das Tor, das rote. Da ist jetzt das Wasser weg. Es ist gerade Ebbe. Und zur Ebbezeit kann man da tatsächlich hingehen. Und zur Flutzeit ist halt komplett geflutet bis zu diesem roten Tempel. Und ich gehe jetzt mal auf so trockenem Weg wie möglich zu diesem roten Tempel. Ist kein Tempel, ist ein Tor. Mal schauen, wie wir da hinkommen. Da sieht man mal die Einkaufsstraße hier vorne und da, ja, wie das halt hier aussieht ohne die Touristen. Und jetzt waren komplett alle Läden schon zu, wo es schon erst 6 Uhr ist oder so. Da hatten wir normalerweise noch alles offen
Aber diese Insel ist so mega touristenabhängig, deshalb macht die einfach alles zu, weil hier auch kaum Touristen mehr sind. Es sind zwar noch ein paar, aber habt ihr gesehen, wie es vorhin alles, ja, wie es das abging? Ja. Okay, wir holen uns jetzt noch was zu essen und dann fahren wir auch wieder weg. Und zwar haben Niklas und ich ziemlich ähnliche Socken und sogar fast die gleiche Schuhgröße, was dafür gesorgt hat, dass wir herstellt mal heute der Partnerlook sind. Genau, da ist sie mal. Juhu! Die Lehre in Person. Ja, aber das ist nicht meine Schuld, weil ich habe Niklas gefragt, könnte es sein, dass es deine Socke ist? Und dann meinte er, nee, ich habe alle meine Socken schon rausgetan. Ich habe alle meine Socken schon rausgetan. Das heißt, es ist nicht meine Schuld. Das ist Niklas Schuld. Voll und ganz. Meine Schuld. Ist deine Schuld. Okay, war. Alles ist auch nicht so schlimm, aber. So, letzter Tag, wir haben schon ausgecheckt. Wir sind hier gerade nochmal Kids Memorial. Und hier haben wir gerade die Kraniche reingeschmissen. Ja, das sind jetzt alle unsere Kraniche, die ganze Box hier. So, fast. Also der obere Teil hier. So. Und jetzt müssen wir noch das Papier einschmeißen zu der Registration. Dass wir so da aus Deutschland kommen und so. Bitteschön. Vorne. Okay. Let's go to the bus stop. Und noch ein letztes Mal Hallo aus Hiroshima. Wir haben es in den Bus geschafft und dieses Mal haben wir nicht so Luck mit unseren Sitznachbarn, weil letztes Mal hatten wir keine, da kommen wir einfach so drauf hin. Und das heißt, hier ist es hier so ein bisschen vollgestellt. Also hinter uns Japaner, neben uns Japaner, vor uns Jana und Miri. Wollt ihr noch ein letztes Mal was sagen zum Seminar? Ja, also es war eine schöne Zeit. Leute waren ganz cool. Hat Spaß gemacht. Vor allem Miyajima gestern war richtig, richtig cool. Ja, war schön. Bye bye, wir sehen uns im nächsten Video.